In diesem Tutorial möchten wir Ihnen zeigen, wie man ein Tabellenblatt kopiert. Das sind also die Tabellenblätter mit Tabelle 3 benannt, umbenannt 02 benannt oder Busfahrt 01 benannt. Und wir wollen jetzt einmal Busfahrt 01, möchten wir einmal kopieren. Und dann dazu klicken wir einmal mit der rechten Maustaste auf diese Bezeichnung, diese Registerbezeichnung, und dann klicken wir einmal auf Umbenennen mit der rechten Maustaste, und auch umbenennen wollten wir ja nicht, wir wollten das kopieren. Also haben wir falsch ausgewählt, wir klicken noch einmal auf das Blatt, was wir kopieren wollten, und deshalb machen wir einmal auf, wählen wir einmal aus, verschieben, kopieren. Das ist also ein Blatt, wo beides möglich ist. Und wir möchten sagen, wir möchten aber eine Kopie erstellen. Und deswegen sagen wir, wir möchten diese Kopie erzeugen. Und wo soll sie eingefügt werden? Wir sagen einmal an dieser Stelle, also zwischen Umbenennen 02 und Tabelle 3. Und jetzt klicken wir einmal mit der rechten Maustaste auf OK. Und Sie sehen, wir haben einmal Busfahrt 01 hier stehen, und das ist die Kopie Busfahrt 01, 02. Das ist automatisch dann auch die aktive Seite. Und hier zwischen ist also der gleiche Inhalt, besteht hier nur. Der Name wurde ergänzt um eine zusätzliche Kennung in Klammern 2. So, damit wird das Tutorial beendet.